Hey Leute, Udo hier von musicbyvgl.de. Schön, dass ihr da seid. Lass uns doch mal heute ehrlich zu uns selbst sein, ja? Alle, die irgendwie zu Hause Musik machen und sich vielleicht ein Homestudio eingerichtet haben, die wollen natürlich, dass ihre Musik, ihre Produktion so gut wie möglich klingen, ja? Sie wollen den bestmöglichen Klang, die bestmögliche Qualität für ihre Songs und für ihren Sound haben. Und dann gibt es ja dieses Internet, diese Werbung und viele Hersteller von Audio-Interfaces, Mikrofonen und Plugins. Und alle sagen dir irgendwie, hey, wenn du mein Produkt kaufst, dann wird sich dein Sound sofort auf das nächste Level heben. Du wirst sofort diesen teuren Studio-Sound haben, den du sonst nur für sehr, sehr viel Geld bekommst. Und ja, du wirst dann dadurch vielleicht so ein bisschen verrückt, denn natürlich wollen wir alle, dass wir den bestmöglichen Sound haben. Aber braucht man denn wirklich teures Equipment und die teuersten Plugins, um den professionellen Sound zu bekommen? Meiner Meinung nach nicht. Ich werde euch das in dem Video ein bisschen erklären, ein bisschen näher bringen. Deswegen auch dieser Titel des Videos: Hör auf, dir Plugins und Equipment zu kaufen. Denn meiner Meinung nach ist es besser, das, was du hast, zu nutzen und zu lernen. Und dazu gleich mehr, ja? Schauen wir uns doch erstmal grundlegend an, was braucht man denn überhaupt für ein Homestudio, um dort Musik machen zu können und ja, sozusagen alle Schritte einer Produktion durchführen zu können. Natürlich heutzutage das Wichtigste, das Centerpiece des Studios, ist der Computer, denn wir sind nicht mehr im analogen Zeitalter wie vor 40 Jahren, wo Musik mit Bandmaschinen und auf Schallplatten gepresst wurde und so weiter. Das haben wir hinter uns. Deswegen wirst du heutzutage um einen Computer oder vielleicht ein digitales Aufnahmegerät nicht herumkommen. Wenn du deinen Computer hast, brauchst du natürlich eine Software, mit der du Musik machen kannst. Da gibt es Freeware, da gibt es günstige Programme und da gibt es die großen Programme wie Logic, Pro Tools und Cubase oder Ableton Live. Ja, eine von diesen Software-DAW-Programmen brauchst du, um damit Musik produzieren zu können, Musik aufnehmen zu können und auch bearbeiten zu können. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, die sind alle gleichermaßen für den Zweck geeignet. Klar, jeder hat seine Vorlieben, weil er vielleicht auf einem anderen Programm das Ganze gelernt hat. Aber am Ende kriegen alle, kommst du mit jedem Programm irgendwie zum Ziel. Ja? Alle Programme haben grundlegende Plugins, Kompressor, Equalizer, was du brauchst. Alle Programme können Audio aufnehmen, können MIDI-Spuren verarbeiten, haben virtuelle Instrumente. Also du kannst komplette Produktionen in so gut wie jeder DAW fahren. Und es ist völlig unwichtig, welches ist, denn klanglich gibt es da nicht wirklich Unterschiede. Natürlich unterschiedliche Workflows, unterschiedliche Plugins inspirieren dich auch dazu, vielleicht andere Sachen zu machen, wenn es besser zu deinem Workflow passt. Das ist natürlich gut, aber das musst du einfach für dich selber rausfinden. Und wenn du bereits eine DAW hast, dann nutze einfach die und lerne sie so gut wie möglich und dann wird auch am Ende alles gut. Computer, DAW hast du, dann brauchst du ein Audio-Interface, denn du musst ja irgendwie deine Musik in den Computer reinkriegen und auch wieder raus. Also brauchst du ein Audio-Interface, was die analogen Schallwellen vom Mikrofon in ein digitales Signal konvertiert und was auch wiederum an deine Boxen oder Kopfhörer angeschlossen werden kann und das Signal wieder raus in die Welt schießt. Da, wo wir schon beim nächsten Punkt wären, Punkt 4, was du brauchst für ein Homestudio, ist mindestens ein Mikrofon. Muss es unbedingt ein teures sein? Nein, würde ich nicht sagen. Alle Mikrofone ab 100 Euro, Großmembran-Kondensatormikrofone sind auf jeden Fall sehr gut brauchbar und mit denen kannst du wunderbare Aufnahmen machen. Mach dir da einfach nicht so viele Gedanken. Die liefern alle ein cleanes, rauschfreies Signal. Und die Audio-Interfaces heutzutage haben auch alle relativ cleane Preamps mit wenig Rauschen. Also da brauchst du dir wirklich keine Gedanken machen. Eine gute Aufnahme kriegst du mit einem 100-Euro-Mikrofon definitiv hin. Fünfte Sache, die du definitiv brauchst im Homestudio, ist ein Monitoring. Das heißt, irgendwas, womit du den Klang abhören kannst. Wenn du nicht viel Budget hast, würde ich dir empfehlen, mit Kopfhörern anzufangen. Und zwar mit geschlossenen Kopfhörern. Denn wenn du aufnimmst, sind geschlossene Kopfhörer besser, da kein Sound nach außen kommt und nichts in das Mikrofon reingeht und sozusagen du kein Bleeding auf der Aufnahme hast. Zum Abhören sind normalerweise offene Kopfhörer ein bisschen besser geeignet, weil sie einen etwas natürlicheren Klang haben. Aber wenn du jetzt nur eine Möglichkeit hast vom Budget her, dann würde ich auf jeden Fall anfangen mit geschlossenen Kopfhörern, dann ein paar Studio Speaker dazu und vielleicht irgendwann, wenn es das Budget hergibt, noch offene Kopfhörer. Ja? Also diese fünf Sachen sind eigentlich die Schlüssel-Equipment-Elemente, die du im Homestudio brauchst: Computer, DAW, Audio-Interface, Mikrofon und Monitoring.
Aber wie gesagt, es muss nicht unbedingt das Beste sein. Aber was ist denn das Problem? Es gibt zu viele Hersteller, zu viele Optionen, zu viele Möglichkeiten, aus denen du wählen kannst, ja? Klanglich sind aber eigentlich alle dazu geeignet, tolle Aufnahmen zu machen und gut damit arbeiten zu können. Aber jeder Hersteller redet dir ein, hey, kauf mein Produkt, dann wird deine Produktion 100-mal besser klingen oder dann klingst du wie der und der und wie das und das. Es ist aber nicht wahr. Natürlich klingt jedes Gerät anders, jedes Mikrofon klingt anders. Aber ob es nun besser ist, das ist doch am Ende alles subjektiv. Also du kannst doch nicht quantitativ bestimmen, dass dieses Mikrofon besser als das klingt. Erstens kommt es auf die Anwendung an, zweitens kommt es darauf an, wie du das Mikrofon benutzt. Ja, den Abstand dazu, die Positionierung, das spielt alles eine viel größere Rolle als das Mikrofon selbst. Wir wollen immer alle die beste Aufnahmequalität, aber wie gesagt, besser ist eigentlich subjektiv, ja. Viel sinnvoller ist es doch zu lernen, wie du mit dem Equipment, was du hast, das Beste rausholst, ja. Und da hilft dir auch kein 10.000-Euro-Mikrofon, wenn du nicht weißt, wie du damit umgehen kannst, dann wird die Aufnahme vielleicht trotzdem nicht professionell klingen, ja? Also das Equipment alleine macht nicht den Sound nur aus, sondern ja vielmehr der Engineer, der es benutzt. Und deswegen habe ich auch diesen Kanal gestartet, um einfach Leuten zu helfen, die noch nicht so viel Erfahrung in der ganzen Musikproduktion haben, einfach ja das Ganze mal ein bisschen anders zu sehen, nicht nur zu sehen, dass die teuren Studios auch teures Equipment haben, aber die Leute haben das auch gelernt. Die Leute machen das vielleicht 20, 30 Jahre, haben so viel Erfahrung und die könnten auch bei dir zu Hause in dein Setup kommen und würden dort definitiv einen 10-mal besseren Sound rausholen, als ich es je könnte oder als wir es je könnten. Es ist einfach so. Also ja, der gute Sound, der fängt beim Engineer an, also im Kopf der Leute. Und deshalb sage ich, spar dir die Zeit, guck dir nicht ständig die neuesten Angebote an, häng nicht so viel auf Thomann ab. Du brauchst, wenn du diese fünf Sachen hast, von denen ich vorhin geredet habe, brauchst du nichts weiteres, um gute Musik zu machen. Guck dir nicht ständig an, was es für neues Audio-Interface gibt. Guck dir nicht ständig an, was es für neue Mikrofone gibt. Nutze das, was du hast. Spar dir die Zeit, spar dir die Nerven und die Zeit, die du mit Suchen nach anderen, besserem Equipment verbringst. Investiere sie darin, dein Equipment zu lernen. Zum Thema Plugins. Ja, wir alle lieben Plugins wahrscheinlich, weil wir digital mischen. Es gibt noch mehr Möglichkeiten und Optionen, als es Mikrofone und Audio-Interfaces gibt. Und deswegen ist man in diesem Dschungel noch mehr verloren als in dem Audio-Interface- und Mikrofon-Dschungel. Alle suchen ja auch dieses magische Plugin, mit dem der Sound automatisch und auf wundersame Weise auf einmal perfekt und professionell und besser wird. Aber dieses Plugin gibt es nicht. Am Ende sind es immer die Grundlagen, die entscheidend sind. Ja, EQ, Kompressor. Und je weniger Optionen du dafür hast, desto weniger Verwirrung gibt es, desto weniger Frustration. Desto weniger Zeit brauchst du am Ende auch. Denn wenn du jedes Mal dir ein neues Plugin kaufst und das erstmal kennenlernen musst und Zeit investieren musst, um das Plugin überhaupt zu lernen, die Zeit geht dir ja verloren, an deiner Musik wirklich effektiv zu arbeiten. Deswegen ist es doch viel sinnvoller, dass du zum Beispiel den Kompressor nutzt, den du in deiner DAW drin hast, ihn auf alle möglichen Signale, die du zur Verfügung hast, mal draufschmeißt und wirklich stundenlang übst, wie dieser Kompressor sich mit verschiedenen Einstellungen auf den Klang auswirkt. Dann hast du ein Plugin so gut gelernt, dass du damit jeden Sound erreichen kannst, den du dir im Kopf ausmalen könntest, und bist nicht damit beschäftigt, andere Plugins und andere Geräte zu lernen, ja? Ich weiß, dass Engineers, die früher analog gearbeitet haben, gerne auch diese analogen Emulationen jetzt nutzen, aber einfach nur, weil sie die Geräte kennen, weil sie wissen, was sie für einen Sound haben und sich einfach dort mehr zu Hause fühlen. Aber wenn du komplett wie ich digital aufgewachsen bist mit einer DAW, mit den Stock-Plugins, dann ist es das Beste, erstmal diese Plugins zu lernen. Ja, ich habe damals angefangen, da war noch Logic Version 7, glaube ich. Ja, hatte auch nur diese Basic Plugins, Kompressor, Equalizer und habe auch mit den Plugins meine ganzen Mixe machen können und das war überhaupt kein Problem. Und dadurch habe ich erstmal gelernt, wie Kompression und sowas überhaupt funktioniert. Meiner Meinung nach, dieses Kaufen von Plugins oder dieses Suchen nach dem magischen Plugin, das lenkt uns nur ab. Und ja, wir versuchen dadurch irgendwie eine Lösung zu finden, also dass wir unseren Sound, den wir wollen, nicht erreichen und denken dann, wenn wir dieses Plugin kaufen oder jetzt nur noch dieses eine Plugin und dann kriegen wir den Sound endlich so hin. Aber am Ende ist es doch nicht so.
Also vielleicht sollte man die Zeit, die man mit dem Suchen nach Plugins und Equipment verwendet, doch lieber in Lernzeit investieren. Ja? Vielleicht bist du einfach noch nicht auf dem Level vom Mindset und von den Skills her, dass deine Mixe deswegen einfach nicht gut sind. Vielleicht liegt es ja gar nicht in den Plugins. Ja? In 99% der Fälle ist es so. Genau aus diesem Grund habe ich diesen Kanal gestartet. Und versteht mich nicht falsch, ich habe viele Plugins, die nicht in der DAW integriert waren. Das liegt aber daran, dass ich mittlerweile einfach mit vielen verschiedenen DAWs auch parallel arbeite. Und wenn ich nur Stock-Plugins verwenden würde, könnte ich diese Projekte nicht so einfach in andere übertragen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel Plugins von Waves nutze, da gibt es ja das Wave Studio Rack, für das ich auch Presets mache für euch, die ich auf meiner Seite verkaufe. Und die kann man dann, wenn man die Waves-Plugins besitzt, in jeder DAW sich seine Presets aufrufen, seine kompletten Chains reinladen. Und das finde ich einfach sehr nützlich. Und natürlich klingen Waves-Plugins anders als die integrierten Plugins in Logic oder in Cubase. Aber ob sie besser sind, das könnte ich dir nicht mal sagen. Klar, ich liebe analoge Emulation, also ich interessiere mich da sehr dafür und ich mag Klangfärbung und Distortion. Aber sind die Plugins wirklich besser oder sind sie einfach nur anders? Und bin ich vielleicht einfach nur gewohnt, mit ihnen zu arbeiten, weil ich irgendwann an einem Punkt gezwungen war, DAW-übergreifend mit Plugins zu arbeiten und Sessions öffnen zu können, die diese Plugins verwenden? Ja, also der Hauptgrund sollte nicht sein, zu denken, dass dein Sound automatisch besser wird, wenn du dir ein neues Interface oder ein neues Plugin kaufst, sondern wenn, dann machst du doch aus einem gewissen Grund. Entweder weil du diese Art von Plugin in deiner DAW nicht hast und du aber unbedingt diesen Sound gerne kreieren möchtest und es ist aber mit Boardmitteln nicht möglich. Zum Beispiel haben viele DAWs keine Pitch Correction, also kein Autotune drin. Da kann ich verstehen, wenn du dir dein Autotune holst, ist ja völlig okay. Aber wenn du schon ein oder zwei Kompressoren hast, brauchst du nicht unbedingt dir noch 10 andere holen, weil du wirst dadurch nicht besser verstehen, wie ein Kompressor funktioniert. Du hast natürlich andere Klangfarben und aus Zufall findest du vielleicht mal ein Preset, was dann passt. Aber wichtiger ist es doch erstmal, den Kompressor zu lernen, den du hast, und das dann vielleicht auf andere Geräte zu übertragen. Und wenn du dann merkst, okay, ich will aber gerne diesen Sound kreieren, der nur mit dem Kompressor möglich ist, aber du weißt dann auch, wie du ihn einstellen musst, um diesen Sound zu bekommen. Wenn du auf dem Level bist, dann kannst du auch sagen, okay, ich hole mir jetzt mal den 1176 Kompressor von Waves oder von Universal Audio. Kein Problem. Aber wichtig ist immer erstmal das Wissen zu haben, die Herangehensweise, und es ist besser, so wenig Möglichkeiten zum Wählen zu haben wie möglich. Denn dann bist du wirklich gezwungen, kreativ zu werden, die Sachen, die du hast, zu lernen, um das Beste rauszuholen, und hast keine Plugin-Liste mit 100 Plugins, wo du draus wählen kannst, was dich am Ende nur verwirrt und wieder nur sinnlos Zeit kostet, wenn du so viele Sachen probieren kannst. Deshalb besser, nimm das, was du hast, üb damit, und mach das so lange, bis du den Sound bekommst, den du möchtest. Ja, ich weiß, viele von euch wollen das nicht gerne hören, denn wir kaufen immer gerne Sachen und erhoffen uns immer, dass der nächste Schritt unserer Karriere oder der bessere Sound nur noch ein Kauf von uns weg ist. Aber ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass es leider nicht so ist. Ich habe viel Zeit und viel Geld auch investiert, um das Ganze zu lernen. Und das möchte ich dir ersparen. Deswegen, mach es lieber nicht, lern die Sachen, die du hast, guck dir viele Videos an, alle Ressourcen, die du finden kannst zum Thema, und werd einfach besser darin. Das ist der beste Tipp, den ich dir geben kann, mit meinen mittlerweile 20 Jahren Erfahrung in dem Home Recording. Ich war in vielen Home Studios und kann mittlerweile in allen irgendwie einen guten Sound rausholen, weil ich einfach schon viel darin gearbeitet habe, unabhängig von den Plugins und unabhängig von der DAW und dem verwendeten Mikrofon. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen zum Denken anregen und vielleicht davor bewahren, zu viel Geld auszugeben, zu viel Zeit zu verschwenden, zu viel Frustration zu bekommen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder mit einem neuen Video. Das war Udo von Music bei vgl.de. Macht's gut. Ciao.